Lass uns zusammen in den Tag starten mit einem Blick auf den DAX, einem Blick auf die anderen Märkte und natürlich die vorbörslichen Kurse. Die habe ich dir gleich mal mitgebracht. Dabei vergessen wir nicht den Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und damit sage ich auch nochmal ganz offiziell guten Morgen, Andreas Bernstein, mein Name, heute der 30. November 2022, ja, der letzte Tag des Monats. Die Monatsperformance sieht ganz gut aus für den DAX. Ich denke nicht, dass der Monat noch ins Minus läuft, da müsste der DAX schon rund 9% fallen. Also das wäre schon ein Crash. Da glaube ich nicht dran, aber ich glaube an ein paar andere Sachen. Ich habe das auch zusammengefasst hier auf der Seite Fit for Finanzen zum Beispiel und das wird es dann auch später nochmal auf anderen Webseiten geben, sowie als E-Mail, wenn du magst. Ich habe dazu von gestern nochmal ein Bild aktiviert. Das würde ich gerne als erstes hier mit reinbringen. Wie weit kann so eine Konsolidierung gehen? Ist sie ausreichend? Wir hatten die Tiefs von gestern in der Vorbörse mit dem Abendhandel vom Montag mit eingezogen. Da ging es nämlich rasant nach unten, vor allem in den USA, vor allem an der Wall Street. Und diese Tiefs, die spielten gestern Intraday auch nochmal eine Rolle. Deswegen nicht nur auf den Xetra-Markt achten, da war ja der Schlusskurs bei der 383 verortet, sondern vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer schauen. Und das kann man eben mit dem Endloskontrakt tun. Deswegen diese Unterstützung hier immer mal mit benutzen. Und am Anfang des Tages gab es sogar eine Überraschung. Wir sind im Plus gestartet. Das muss ich kurz erklären. Am Montag war ja der große Schreck in Asien. Peking, Demonstrationen gegen die Lockdown-Politik der Regierung. Polizei schreitet ein, es gibt Festnahmen und so weiter. Man hatte Sorge international, dass das Ganze sich, ja, dass es weitere Kreise zieht, dass die Proteste größer werden, dass das Polizeiaufgebot größer wird. Das ist also eskaliert, wie man so schön sagt. Das ist nicht eingetreten. Die asiatischen Werte, die an der Nasdaq notieren, die waren schon am Montagabend im Plus. Und dann kam auch der Hang Seng, der Index, der in Shanghai quasi die großen Unternehmen listet, um die es geht, also eine Pinduoduo, eine Alibaba, Tencent, JD und so weiter, der war im Plus. Ja, und das hat gestern dem Markt Auftrieb gegeben. Gleich zum Handelsstart ist der DAX gestartet mit einem Plus, hat also ein Gap auf der Unterseite hinterlassen, hat dieses Gap, man sieht hier links die ersten Balken, es hat dieses Gap zuerst geschlossen, um sich dann zu stabilisieren an den Schlusskursen vom Montagabend. Und genau da habe ich dann mehrfach auf eine Long-Seite gewechselt, beziehungsweise habe einen Long-Trade mit mehreren Positionen vollzogen in Richtung des Widerstandes, der um die 14.430 lag. Und der konnte auch längere Zeit nicht erreicht werden, beziehungsweise erreicht, aber nicht überboten. Ja, und das war so ein bisschen auch dann das Absprunglevel am frühen Nachmittag, als wir die Verbraucherpreise bekamen aus Deutschland. Die sind nämlich gestern mit 10%, man kann es beidseitig interpretieren, besser und auch schlechter gewesen. Also schlecht im Sinne von 10% ist natürlich eine Hausmarke. Die Inflation von 10%, da hätten unsere Eltern wahrscheinlich gesagt, oh, das war doch zuletzt in den 70er Jahren. Stimmt, ja, oder Anfang der 80er, glaube ich, da war die Inflation hoch. Ich persönlich kann mich da gar nicht dran erinnern. Das sind schon absolut gesehen sehr hohe Zahlen. Aber wenn man das mit den Prognosen vergleicht, die waren nämlich noch höher, ging es etwas zurück bei den absoluten Zahlen, die gemeldet wurden. Inflation an sich ging nicht zurück. Wir sind ja immer noch im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres mit 10% Aufschlag dabei. Und da braucht ja nur der ein oder andere einkaufen zu gehen und Kaffee zu kaufen oder an die Tanksäule, an die Zapfsäule und das Ganze mal vergleichen mit alten Tankrechnungen. Summa summarum hat das dazu geführt, dass der Markt nochmal ein bisschen abgetaucht ist, aber nicht mehr an die Tagestiefs ran, aber an diesen 350er-Bereich, wo wir am Morgen schon mal kurz standen und was wir als eines der Konsolidierungslevels uns eingezeichnet hatten. Im Tagestief waren wir bei der 327, leichtes Minus im DAX und diese 327, das ist dann diese zweite, diese mittlere grüne Linie, die wir uns gestern angeschaut hatten. Also da gibt es durchaus Orientierung. Leichtes Minus, das verwundert vielleicht die Marktbeobachter, die sagen, wir hatten doch die Hälfte der Aktien im Plus, die Hälfte im Minus. Warum nicht Plus, Minus, Null? Ja, das lag unter anderem an Linde. Das ist ja das Schwergewicht im DAX. Gestern minus 2,55%. Da geht es immer noch in Richtung, dass man eine Delistung vom DAX anstrebt und dann nur noch in New York
notiert und mal sehen, welche Aktie dann aufsteigt. Jetzt steigt erstmal die Puma ab und die neue Porsche kommt rein in den DAX, das ist amtlich. Und was dann passiert, wenn die Linde rausfällt, das werden wir dann bei der nächsten Überprüfung, die findet ja immer quartalsweise statt, im DAX vom Arbeitskreis Deutsche Börse sehen. Vielleicht noch eine Randnotiz zum DAX insgesamt. Die Volatilität ist sehr gering, vom Tageshoch zum Tagestief nicht mal 100 Punkte. Also Schnarchnasen-DAX, oder? Also kein krasser Trend, sondern eher eine Seitwärtsbewegung. Und diese Range habe ich dir mal mitgebracht und eingezeichnet, in der wir uns bewegen. Das sind die Tagesbandbreiten oder die Rahmen. Ecken von dem gestrigen Handelstag von Dienstag. Die waren gar nicht so weit anders als vom Montag, ein Stück tiefer, aber auch da gab es keinen starken Trend, wo man sagen könnte, wow, das geht über Tage hinweg. Man hat es ja gesehen, schon am Dienstag wurde das Ganze in der Vorbörse zur Öffnung abgefangen und nicht direkt fortgesetzt. Was heißt das im mittelfristigen Zeitrahmen? Die Impulse fehlen, die Impulse am Dienstag waren ein neues Tief, ja, aber eben kein starker Trend. Und wir haben auf der Unterseite vielleicht noch Trend unterstützend unter der 300er Gap, das ist gestern gar nicht angelaufen worden. Ob das heute angelaufen wird, das bezweifle ich einmal. Gleich mit Blick auf die Vorbörse werde ich dir das begründen. Und auf der Oberseite gilt es eben, diese 430 zu überschreiten, denn ab da gibt es einen Kaufimpuls, der dann über den Handelsbereich des gestrigen Vormittags, nein, vorgestrigen Vormittags, Montagvormittags, durchaus auch zu dem oberen Gap führen könnte. Also diese zwei Barrieren, die nehme ich dann auch antizyklisch, wenn es keine starke Bewegung dorthin gibt, sondern so ein langsames Laufen, wie wir in den letzten zwei Tagen gesehen haben, das nehme ich dann antizyklisch als Long-Signal, das untere Gap, wenn wir an die Kante anlaufen, an die 300, 14.300 und auf der Oberseite auch die 14.515, würde ich als Short-Signal erst einmal nehmen und davon ausgehen, dass die Gaps uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Aus der Vorbörse heraus wieder leicht stärkere Kurse, dasselbe Bild wie gestern. Vielleicht ist damit die Konsolidierung schon wieder ausreichend gewesen. Der DAX hat im November immer wieder gezeigt, 2 Tage Konsolidierung, dann geht es wieder nach oben. Und als Trigger kann man sich hier auch eine Abwärtstrendlinie einzeichnen. Ich schaue mal direkt auf die Indikation, die wir jetzt live haben, kurz nach 8 Uhr. CyberSale ist, glaube ich, schon durch. Und wir sind beim DAX hier aktuell. Das ist der Citra DAX 355, das merken wir uns für die Gap-Betrachtung und der vorbörsliche DAX, der ist aktuell bei der 413, also ziemlich genau die Region, wo wir auch gestern Morgen aufgemacht hatten. Und ja, wie gesagt, also auf der Oberseite, ich zeichne es auch hier gerne ein, die 430, die hat uns jetzt auch schon im Nachthandel ein paar Mal begleitet und die war gestern ja hier so das Zünglein an der Waage, möchte ich sagen, einmal rantuschiert, rangekommen, ja, und dann jetzt im Nachthandel ein paar Mal rangekommen. Das wäre das nächste Absprungsignal auf der Oberseite, wo der Markt dann weiter aufdrehen könnte. Muss aber erstmal schaffen. So, dann haben wir auf jeden Fall heute den Markus Klebe hier mit zu Gast im Live-Trading-Room und noch ein paar Quartalszahlen vorbörslich, nein, gestern nachbörslich kam eine Intuit, eine Workday, die werden wir uns nachher anschauen, eine CrowdStrike, und wir haben dann am Mittwoch heute vor der Eröffnung noch eine XPeng aus dem Automobilsektor aus Asien. Und nachbörslich, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Salesforce, ein großer Dow Jones-Wert. Live-Trading haben wir heute auch, also gibt viel zu erleben. Und vor allem auch an Terminen wird heute viel geboten. Die Einzelhandelsumsätze, die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Da schrieb gerade jemand im Chat, dass die heute nicht kommen, warum auch immer. Geantwortet hatte mir nicht. Ich hatte nochmal nachgefragt, aber kam auf alle Fälle nicht. Ich habe sie nicht auf dem Ticker jetzt hier gehabt. Vielleicht werden sie auch nachgereicht an anderer Stelle. S&P Global, Einkaufsmanager-Indizes kommen aus Deutschland, aus der EU, aus den USA und so weiter. Also rund um den Globus werden die heute gemeldet. Die Arbeitslosenquote aus Europa, 11 Uhr, könnte noch wichtig sein. Wichtiger ist dann der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA. Das ist noch nicht der offizielle Arbeitsmarktbericht, der kommt am Freitag, aber der ADP, der private Jobvermittler, ist so ein bisschen sinnbildlich der Vorbote. Die Privatausgaben, Privateinnahmen, das sind auch noch Daten aus den USA, die wir heute 14.30 mitbekommen. Erstanträge, Arbeitslosenunterstützung steht bei mir auch heute im Kalender, kommt sonst immer Donnerstag. Und dann mit dem Start der Wall Street, zweite Folie, einige Reden aus dem US-Notenbank-Umfeld. Und wie die für Verwirrung sorgen, das haben wir am Montag ja schon mal erlebt,
wo es ganz zügig im Dow mal 100 Punkte hoch und wieder runter ging. ISM, Index verarbeitendes Gewerbe, 16 Uhr auf der Agenda und dann noch die Fahrzeugverkäufe, 21.30 Uhr. Ja, zu den YouTube-Kanälen habe ich schon einiges gesagt. Die Analyse hier, die gibt es dann auf den ersten beiden, genau, Aufzeichnung und Livestream, dann logischerweise den ganzen am Handelsende. Und damit sind wir eigentlich hier schon für den Handel gut gestartet. Ich freue mich, wenn du mich tagsüber begleitest.